Heute zeige ich Ihnen, wie man einen Substratblock vom Kräuterseitling Pleurotus eryngii bereit macht. Wenn Sie einen erhalten von mir in der Post oder wenn Sie den abholen, hat es einen Sterilbeutel rundherum mit den Filterstreifen da drauf, weil das ist da drin steril hergestellt worden. Und jetzt, wenn wir den Pilz zum Fruchten bringen wollen, dann müssen wir diesen Sack aufschneiden. Und dann schneiden wir hier etwa in der Mitte des Substrates oder vielleicht ein bisschen weiter oben mal diese Tüte weg. Die muss nicht ganz entfernt werden. Manchmal ist es sogar von Vorteil, wenn man ein Stück des Plastiks hier unten stehen lässt, weil wenn man dann mit Wasser sprüht, kann sich hier unten ein bisschen Wasser sammeln und hält dann hier unten auch den Substratblock eher feucht. Dieses Myzel, das da oben herausgewachsen ist, das kann man abschneiden. Das braucht man eigentlich nicht mehr, aber nicht ganz. Einfach diese Lappen, die da herausgewachsen sind, an der Tüte entlang, die kann man so wegschneiden. Und dann den Block so entweder in eine Badewanne oder an einen feuchten Ort, vielleicht auch in ein kleines Tomatengewächshaus auf ein Gestell und dann achten, dass es immer schön feucht bleibt. Jeden Tag einmal sprühen über den ganzen Block und dann nachher passiert innerhalb von etwa 2 Wochen das, dass Sie nachher sehen, wie der Block ausschaut. Das ist jetzt ein solcher Block nach circa 2 Wochen. Überall wunderschöne, große Kräuterseitlinge. Das ist jetzt eine Art mit einem eher längeren Stiel und einem eher kleineren Kopf. Wobei die, wenn Sie den draußen eingraben im Substrat, also in der Erde und dann herauswachsen lassen, dann wird dieser Kräuterseitling eher große Dächer dann machen. Aber wenn Sie den im Keller beispielsweise lagern, dann macht er eher solche langen Stiele. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Gramm das wir da ernten können. Hier hat, wenn man genau schaut, viele kleine Fruchtkörperchen bis zu den Miniaturen hier, ganz, ganz kleine Winzlinge. Die konnten sich nicht entwickeln, weil der Pilz einfach zu wenig Energie hat im Substrat. Muss man jetzt, wenn man das aberntet, alles auf einmal wegnehmen. Nicht einzelne Pilze wegschneiden, andere dran lassen, sondern immer gleich alles wegschneiden. Wie viel Gramm? Du kannst da unten nachschauen. He? So, jetzt wollen wir mal schauen, wie viel das gibt. Von diesem, das ist der erste Ernteschub von diesem Kräuterseitling. Wunderschöne Pilze. He? Ganz, ganz keches, sattes Fleisch da. Das ist das Schöne am Kräuterseitling, dass er wirklich ein ganz, ganz festes Fleisch hat, praktisch nie Wasser zieht. Wenn man dann den anbrät im Öl, wird er kein Wasser ziehen, sondern er wird schön knackig bleiben. Deshalb ersetzen viele Köche den Steinpilz unterdessen durch den Kräuterseitling, weil der Kräuterseitling einfach in der Regel ein festeres Fleisch hat und auch vom Aroma her unglaublich gut schmeckt. Schauen Sie mal diese schöne Pfanne voll mit Kräuterseitlingen. 512 Gramm. Das ist der erste Schub, ein halbes Kilo. Und jetzt, bevor wir da weitermachen, schneiden wir da so ein bisschen das überzählige Myzel, auch diese kleinen Fruchtkörper, die nichts geworden sind, mal weg. So. Und jetzt lassen wir den Pilz dann. Und man kann, wenn man will, kann man jetzt einen Teil des Plastiks wieder ein bisschen zumachen, warten, bis der sich wieder schön entwickelt hat, der Pilz. Darauf achten, dass nicht zu viel Wasser da unten steht. Das ist jetzt fast zu viel. Da hat es jetzt einen richtigen kleinen See gegeben. Das Wasser müsste man noch wegschütten. Aber schön feucht halten und dann sucht der Pilz nochmal neue Kraft da in seinem Substratblock drin. Und er wird sich erfreuen mit weiteren solchen Schüben von Pilzen. Sicher von einem solchen Block sollten Sie über 1 Kilogramm ernten können. Viel Erfolg!